Recht herzlich willkommen zur 249. Folge von Towns. Ja, wir sind unten im Keller, haben da letztes Mal geschaut und da wurden ja Räume gemacht. Er ist hier kurz vorm Sterben, weil er wahrscheinlich so viel Hunger hat, dass er gleich irgendwann das Ziel nicht mehr erreicht. Er wird definitiv bestimmt nicht hochkommen. Na, der ist... Happiness ist null. Das, der möchte schlafen, der will gar nicht, der hat keinen Hunger, der ist müde. Okay. Naja, dann ist das so. Mal schauen. Wir haben nur noch 15 Leute. 15, 7, 6. Irgendwo wird gerade gekämpft. Hier oben. Da ist der nächste Held weg. Weil der tut sich gerade auch ein bisschen viel da an. Aber der ist fit. Der hat's raus. Hammer, oder? Aber irgendwo anders ist einer gestorben. Sind nur noch 5 Helden. Nicht mehr 6. Oder waren das 2? Vielleicht waren das auch 2 Helden. Kann auch sein. Okay, hier unten läuft noch einer lang. Der entdeckt dann hier weiter. Okay, aber geht leider zurück. Geht er wieder hoch? Er geht, glaube ich, wieder hoch. Hier ist auch noch ein Gang. Ja. Das war nichts mit entdecken, aber da ist noch einer, der kommt auch in diese Richtung. Schauen wir mal den noch an, wo der hingeht. Vielleicht kriegt der noch was mit. Der geht in den oberen Bereich, aber leider auch dann wieder zurück. Sehr schade. Hier kann man nichts mehr entdecken erstmal. Hier schon Durchbruch gemacht. Ja. Hier oben, der ist bestimmt unterwegs gestorben. Obwohl, es sind noch 15, das heißt, es ist noch irgendwo am Rumkriechen. Würde ich jetzt sagen, ne? Er läuft hier lang. Da lang, da ist noch jemand, aber der macht was anderes. Und hier sind wir schon oben. Wie sieht es mit unserem Wasser aus? Ja, gar nicht mehr so schlecht bis hierhin. Hier ist auch noch Wasser. 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 Aber er kommt nicht über die Wand, oder wie? Jo, dann läuft es nicht runter, ne? Sollte da noch ein Wasserrad hin? Können wir das da hinbauen? Ich glaube, das können wir sogar da hinbauen, ne? Der Versuch ist es wert, damit es klappt, dass das Wasser dann mal runterläuft. Ne, das war falsch. Da ist richtig. So, gucken wir mal, ob man das Wasserrad da bauen kann. Runtergeplatscht ist noch nichts, sonst wäre es hier wahrscheinlich zu sehen. Ja. Okay. Ein bisschen ist, was da passiert, sozusagen, ne? So, wie viel sind wir? 15 und wie viel haben wir Happiness? 29 von 44, das geht. Helden haben wir gerade zig Helden verloren. Könnte aber damit zusammenhängen, dass die nicht gestorben sind. Sondern wo stand das hier? Hier war die Heldengeschichte, ne? Aber wir haben nichts zu essen. Wir haben nichts zu essen. Lack of food. Gucken wir mal schnell hier rein. Keine Äpfel, keine Birnen. Oh, das ist ganz schlecht. Dann ist hier was falsch, oder? Essen 5, Bergmänner 1, Erntehelfer 3, Holzfäller 1, Träger 5. Das bedeutet, wir machen mal bei den Trägern wen zum Erntehelfer 2, dass wir da auch 5 haben, ne? Erntehelfer 5, Essen 5. Jetzt ist das vielleicht ein bisschen besser wieder. Und das bleiben 3 Träger. Wir hoffen, dass das mit dem Essen dann wieder ein bisschen besser wird, ne? 15 bleibt. Helden 2. Hm. Wie sieht's mit dem Wasser aus? Kippen wir da den Berg was runter? Nö.
Okay, gehen wir in den Keller nochmal gucken, wie es da weitergeht. Aber ich glaube, die zwei Helden sehen wir jetzt auch nicht unbedingt hier, ne? Die werden wahrscheinlich auch kurz oder lang weg sein. Wir können die ja mal aufrufen, ne? Ah, der ist gerade hier unten sogar. Geht aber hoch. Ja, und der zweite geht auch hoch, oder? Ja. Da ist schon der zweite. Der hat sich einen dicken Hammer geholt. Da ist irgendwo schon wieder einer gestorben dann. Wir haben nur noch 14. Ist verhungert. Da oben. 26,42. Die Frage, ob wir das noch bremsen können. Da wird auf jeden Fall geerntet. Hier liegt auch ein Brot, also verhungern muss keiner zurzeit. Ein Brot ist da, 8 Äpfel, eine Birne. Okay, Essen ist da. Nicht viel, aber es ist da. Die 5 Erntehelfer, die sind schon entscheidend fürs Dingens, fürs Äpfel- und Birnenpflücken, ne? Oh, hier ist ein Kampf. Den einen aus dem Keller gezogen, oder was? Da ist noch einer. Okay, ist aber erledigt. Ist das ein Held, oder? Ne, das ist ein Träger. Der ist auch nicht gerade schnell unterwegs, ne? Jetzt hat er sich gewandelt und dann ist er schnell, okay. Das Wasserrad ist da noch nicht gebaut, aber es ist auch noch kein Wasser dahinter dem Berg gekommen. Alles gut. Dann gehen wir mal ins Erdgeschoss, in den Keller, aber wir können auch nur noch einen Held da. Ich glaube, der geht auch gerade runter. Oh, ist ein neuer Held gekommen. Okay, der geht hier unten hin. Ja, wo geht der entdecken? Hier unten irgendwo in die Ecken. Okay, da lang. Wenn er gleich hier ist, dreht er um, weil dann ist der Weg zu weit gewesen und er hat Hunger. Ne, müde ist er. ZZ war da gerade zu sehen, oder? Ja. Die Ecke hat er entdeckt, das war sein Ziel und jetzt geht er hoch. Hammer, oder? Er steht erstmal hier rum. Oh, wir haben ja ganz viele Sachen, die wir hier rausräumen sollten vielleicht, ne? Okay. Lauter Kerzen. Vielleicht machen die Kerzen mal in den Keller irgendwo hin. Okay. Hier ist eine Treppe nach unten. Die nächste ist da. Da geht's nach da. Hier geht's nach da. Und da geht's nach da. Hier könnte man mal eine Kerze hinstellen. Deko, Licht und das war die. Und hier müssen wir mal den dann wegmachen, Destroy Stone. Dann stellen wir da auch noch eine hin. Dann ist das Licht wenigstens von der nach der da sozusagen gegeben. Und hier können wir auch eine hinstellen. Stellen wir einfach hier zwischen. Hier. Würde ich da jetzt eine hinstellen. 1, 2, 3. 1. Nicht ausgewählt, falsche Taste gedrückt hier. 4.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Da geht nicht, weil da aber die Rüstung ist. Wir haben Leute gekriegt. Zweier, glaube ich, ne? Die sollen sich mal gleich ausrüsten gehen. Dann klappt das schon, ne? Okay, er ist kräftig am Kämpfen hier hinten. Gegen 2. Gegen 3, das ist, hat ihn leider erwischt. Die haben wir nicht geschafft. Der geht aber wohl in den Keller, der nächste Held, so wie das aussieht, oder? Kriegen wir alles hin. Ist überall beleuchtet. Wo geht er denn jetzt hin? Ach, Sachen holen, das ist ein neuer. Wo war denn hier die Treppe? Ich glaube direkt runter, ne? Oh, die Kerzen sind schon fast alle da. Ah, da sind wir schon im Untergeschoss. Sehr schön, da geht der Held. Und der geht zum Red Pad, oder? Iron Golem. Na, bleib doch mal stehen, ja. So. Burning Pad, nicht Red Pad. Aber der ist irgendwo abgezweigt. Hier oben ist er, okay. Und das hier sind leichtere Gegner wohl. Wir haben nur einen Helden, der jetzt hier rumläuft. Und der geht aber auch schon wieder hoch. Naja. Kommt keiner nach, ne? Ne. Kann man hier durchbohren? Probieren wir es aus, oder? Na, der geht jetzt hoch. Die haben noch nichts angezogen hier. Doch, ein Helm. Damage so 178. Laufen hier unten irgendwo rum. War das diese Person jetzt? Ja, ne? Ja, doch. Vielleicht würden die erstmal irgendwas anziehen. Auch wenn es nur leichte Kleidung ist. Aha. Jetzt schon mal einen Brustpanzer sich geholt. Okay, jetzt geht's wieder runter und dann wird er weiter unten wieder was geholt. Mann, 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 Mann. Dass der Weg ist, sich zu kleiden. Okay, hier was Passendes bei? Nee, da noch nicht. Oh, das ist ein großer Umweg jetzt hier. Machen wir da mal den Weg durch. Und hier können wir den auch noch durchbuddeln. Und hier wird sich das Hemd geholt, oder was? Nee. Das bedeutet... Da lang. Was war das jetzt? Die Hose. 201, 178. Da ist ja noch gar nicht so viel. Ach, Defense 4964. Okay, geht, ne? Läuft jetzt hoch. Wir gehen aber in den Keller gucken weiter, ob wir da, oder wir gehen erstmal hier gucken, wo der Held ist. Ah, er geht gerade runter. Da ist noch so ein Iron Golem, der jetzt nicht mehr da ist. Will ich hoffen. 2x 4000, das läuft. Und dann geht er schon wieder hoch. Naja.
Okay, der Weg da ist natürlich da oben lang. Hier durchbohren wäre zwar schön, aber bringen tut das auch nichts. Das würde bedeuten, wir müssten, wenn, hier noch einen Weg durchmachen, ne? Wenn da einer Bock zu hat, dann kann er das ja mal machen, ne? So, da geht die Reise hoch. Und der legt sich schlafen. Kann ich jetzt gerade den Helden sehen? Ne, doch hier Rechtsklick. Ja, weiß ich auch nicht. Ne, ich sehe nicht, wo er sich jetzt erholt. Die Zahl läuft hier gerade nicht. Ich glaube, die Zahl läuft nur bei unseren Leuten, ne? Oder? Kann das sein? So wie der hier jetzt. Aber... Nee. Ich meine, ich hätte das mal irgendwo gesehen, aber da habe ich mich wohl vertan. Naja, auf jeden Fall läuft's. Der Händler kommt. Wir haben hier 40. Das ist schon mal sehr schön. So, der muss ja erstmal da sein, ne? Dass wir das hinkriegen. Das bedeutet, da kommen auch gleich wieder Leute, wenn... 40 noch auf 6 Punkte hoch für 46. Wie sieht's mit Essen aus? Ein wichtiges Kriterium, dass Leute kommen. Die sind jetzt nicht so viele unterwegs. Okay. Wie sind die beiden denn ausgerüstet hier jetzt? Ah, der obere ist fertig. Dann würde ich den auch als Erntehelfer erstmal zuteilen, ne? So. Und er muss noch Schuhe und eine Waffe finden, damit er weiterkommt. Das warten wir auf jeden Fall für den ab. Da kommt der Händler. Und dann müssen wir schauen, was wird. Das können wir erstmal ausmachen. So, Händler ist da. Pause ist da. Der bringt uns Essen und möchte auch Essen haben. Was machen wir da? Ich nehme mal was. Fische brauchen wir nicht, Bambus brauchen wir auch nicht, oder das Zuckerrohr. Der Rest läuft schon. Warte, der macht auch den Handel so. Dann nehmen wir das mal so, oder? Komm, ein Radieschen, eine Birne und 3 Äpfel. Dann wird es auch nicht so teuer. Und weiter geht's, bringt ihm seine Waren und er gibt uns seine. Hier sind natürlich viele Sachen drin, ne? Die man mal verteilen müsste. Dekorationsmäßig zum Beispiel und so, ne? Damit die Happiness mehr kriegen und dann auch besser hochkommen wieder. Ich glaube, die Einzelganggänge, die waren gar nicht so geschickt. Man hätte breitere machen müssen, damit man noch was reinstellen kann, ne? Dann gehen die da noch vorbei und dann finden die das toll, ne? Naja, irgendwann wird das schon. ...42 von 46. Jungs steigen. Happiness 6, guck mal, das ist doch schon mal was von 100. Hier ist aber jetzt kein Zähler, den ich eigentlich irgendwo vermutet hätte. Naja, egal. Gut, wo ist der Händler? Der steht noch da. Wie viel kriegt er noch? Okay, nicht mehr ganz so viel. Radieschen, paar Äpfel und eine Birne. Das kann man denen ja mal gerade hinbringen, oder? Na, das nicht. Immer noch. Keiner bringt dem was. Ah,
Okay. Da wurde was abgelegt, oder? Immer noch. Keine Radieschen rübergebracht. Kein Apfel. Wo sind die Träger? Die sind gerade träge, die Träger, ne? Naja. Was macht unser einer Held? Oh, der ist unten gewesen. Aber das brennende Tier hat er noch nicht geschafft zu schlagen. Also da war er noch nicht. Naja, wird werden, oder? Oh, 41 ist von 42 ein Punkt runtergesunken. Ist nicht so toll. Naja, wird schon werden auf Dauer. Gut. Gucken wir hier nochmal rein. Hat er jetzt seine Hose? Ja, hat er. Erntehelfer 6, Essen 5. Ne, wir machen erst noch einen Erntehelfer aus ihm. Da müssen wir hin. Damit wir genug Nahrung erstmal kriegen. Das ist wichtig. Wenn dann die Nahrung da ist, sind alle glücklicher und zufrieden. Aber die Folge ist lang. Wir machen hier ein Ende. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr ein Abo habt. Und noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt. Und am meisten freue ich mich natürlich, wenn ihr die Glocke anhabt und wiederkommt dann. Alles klar, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!